Der L-Vertrag lohnt sich also für den Prinzipal, denn er hält ja einen Output von 1 bei Kosten von weniger als 1, seine Kosten in die Lohnkosten. Und wenn wir die Anreizkompatibilitätsbedingung des H-Typ umformen, kommen wir auch auf den Lohn, den der H-Typ erhält. Hier unten, warum können wir jetzt hier ein striktes Gleichzeichen benutzen? Naja, weil diese Bedingung schafft der Prinzipal bindend umzusetzen, also als Limit auszureizen. Was steht also jetzt da? Der H-Typ erhält einen Lohn, der ist höher als der Lohn bei niedrigem Output, also W1 plus irgendwas, und zwar höher um die Differenz in der Anstrengung EH von 2 minus EH von 1. Ne? Und da können wir jetzt noch den Lohn des L-Typ einsetzen, den wir ja eben herausgefunden hatten, und erhalten am Ende dann diesen Ausdruck hier. Und die letzten beiden Größen zusammengenommen stellen die Informationsrente dar, also das, was der H-Typ garantiert über den Reservationslohn hinaus bekommt. Nochmal zur Intuition der Informationsrente. Der Prinzipal könnte versuchen, den H-Typ-Agenten auf seinen Reservationslohn zu drücken. Dann könnten aber die H-Typ-Agenten einfach behaupten, sie seien L-Typ-Agenten und sich auch wie L-Typen verhalten, also nur eins produzieren, allerdings mit viel weniger Aufwand als ein L-Typ. Das ist ein echter Vorteil für den H-Typ, der ihn auch besser stellt als wenn er nur den Reservationslohn hätte. Was muss der Prinzipal also machen, um den H-Typ in den H-Vertrag quasi zu locken? Der Prinzipal muss dem H-Typ so viel zusätzlich zahlen, dass sich die zusätzliche Anstrengung für den H-Typ auch lohnt. Und daraus ergibt sich die Informationsrente für den H-Typ. Und was aber jetzt noch ungeklärt ist, ob sich der H-Vertrag dann überhaupt noch lohnt für den Prinzipal. Denn er bezahlt ja jetzt mehr als unbedingt nötig. Das untersuchen wir jetzt. Mit anderen Worten, ist der Lohn, den der Prinzipal dem H-Typ im H-Vertrag zahlt, noch kleiner als der Output, also noch kleiner als 2. Wir wollen jetzt untersuchen, ob das wirklich stimmt. Okay? Sie erinnern sich, das hier war ja der Lohn, den der H-Typ im H-Vertrag kriegt. Ne? W2 ist der Lohn, den er kriegt. Und das ist eben um das hier für den Prinzipal eigentlich zu hoch. Und wir wollen jetzt sehen, ob das eben so viel zu hoch ist, dass es sich gar nicht mehr lohnt, für den Prinzipal den H-Vertrag anzubieten. Eine andere Sache, die wir fragen könnten, wäre, ob es nicht vielleicht besser wäre, auf die hohe Produktion ganz zu verzichten und alle Agenten in den L-Vertrag zu stecken. Und genauso könnten wir fragen, ob es sich lohnen würde, alle Agenten in den H-Vertrag zu bringen. Zum Beispiel könnte das sinnvoll sein, wenn wir annehmen, dass es nur ganz wenige vom L-Typ gibt. Dann hätte der H-Typ zum Beispiel fast gar keine Informationsrente mehr. Wir schauen uns jetzt aber erstmal nur die erste Frage an, nämlich ob der H-Vertrag sich für den Prinzipal noch lohnt. Diese Folie kennen Sie schon, das waren die vier Optimalitätsbedingungen. Hier unten steht das, was der Prinzipal dem H-Typ-Agenten zahlt, und wir wollen wissen, ob der Prinzipal sich das vom Output 2 überhaupt leisten kann. Um das beantworten zu können, müssen wir uns an die getroffenen Annahmen erinnern. Und zwar hatten wir ja hier unten diese Ungleichungen aus den vereinfachenden Annahmen abgeleitet. Sie erinnern sich, die maximale Differenz für den H-Typ, da dieser Netto-Output muss höher sein, als wenn der H-Typ wenig produziert, und das muss größer sein als der Reservationslohn. Und der maximale Netto-Output für den L-Typ muss höher sein, als wenn der L-Typ viel produziert. Und es muss auch größer als 0 sein. Okay? So, und diese zwei Ungleichungen benutzen wir jetzt.
Wir haben jetzt von der letzten Folie übernommen das hier. Sie erinnern sich, der maximale Netto-Output beim H-Typ muss bei hoher Produktion größer sein als bei niedriger Produktion. Und wir haben den rechten Teil der anderen Ungleichung noch mitgenommen, nämlich dass der maximale Netto-Output für den L-Typ muss größer als ein Reservationslohn sein. Ja, das hier war B0. Okay, diese beiden Ungleichungen können wir noch umformen. Links ergibt sich dann, hier haben wir einfach nur das EH rübergeholt, sodass dann gilt, EH von 2 minus EH von 1 ist kleiner 1. Und auf der rechten Seite, da isolieren wir das EL von 1, sodass gelten muss, dass EL von 1 kleiner als 1 ist. Okay, wenn Sie sich wundern, warum jetzt das größer kleiner geworden ist, wir haben ja hier aus dem Minus ein Plus gemacht. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten mal minus 1 genommen. Und wenn man das macht, dann muss man das Zeichen der Ungleichung ändern. Na, das wissen Sie hoffentlich noch aus der Schule. Und wenn wir die beiden linken Seiten dieser Ungleichungen und die beiden rechten Seiten addieren, dann muss dazwischen immer noch ein kleiner Zeichen stehen. Klar, ne? Wenn wir zwei kleine Sachen addieren und auf der linken Seite und auf der rechten Seite zwei große Sachen, dann müssen die zwei kleinen Sachen zusammen immer noch kleiner sein als die zwei großen Sachen zusammen. Okay, das haben wir hier gemacht. Das hier plus das hier, das steht dann hier, also EH von 2 minus EH von 1 plus EL von 1 ist kleiner als 1 plus 1. So, diese Ungleichung ist aber auch zufälligerweise genau das, was wir untersuchen wollen. Und somit wissen wir jetzt definitiv, dass die Lohnzahlung des Prinzipals bezahlbar ist. Ne? Denn dieser Ausdruck hier ist ja genau die Lohnzahlung des Prinzipals an den H-Typ-Agenten im H-Vertrag. Und dadurch, dass wir hier ein striktes Kleiner haben, heißt das, dass 2 auf jeden Fall reicht, um den H-Typ-Agenten zu bezahlen und immer noch einen Gewinn zu haben. Entschuldigung. Die nächste Frage ist, ob es sich lohnen könnte, alle Agenten in den L-Vertrag zu bringen. Um das zu sehen, vergleichen wir einmal die Situation, dass die Agenten sich aus den zwei Verträgen aussuchen können, also aus dem sogenannten Vertragsmenü, mit der Situation, in der alle den L-Vertrag kriegen und keine Auswahl haben. Was wäre dann mit den L-Typ-Agenten? Wir wissen, wenn die Agenten aus dem Vertragsmenü wählen, dann und die Optimalitätsbedingungen erfüllt sind, dann wählen die L-Typ-Agenten auch den L-Vertrag und der Gewinn des Prinzipals aus dem L-Vertrag ist dann nichts anderes als der Output 1 minus die Lohnzahlung W1. Okay? Und wir wissen ja, W1 ist EL von 1, sodass das hier gelten müsste. Und wenn alle den L-Vertrag kriegen, das wäre dann die Vergleichssituation, dann würden natürlich auch die L-Typ-Agenten den L-Vertrag kriegen. Das heißt, der Prinzipal hätte da auch diesen Gewinn hier. Okay? Das heißt, in Bezug auf die L-Typ-Agenten ist es dem Prinzipal schon mal egal, ob er ein Vertragsmenü anbietet oder allen denselben L-Vertrag gibt. Aber bei den H-Typ-Agenten sehen wir dann einen Unterschied. Im Vertragsmenü, wenn die Agenten sich einen Vertrag aussuchen können, wissen wir ja, dass der H-Typ auch den H-Vertrag wählt. Okay, und da haben wir eine hohe Produktion bei den H-Typen und auch den hohen Lohn. Und wir wissen, das ist dieser Ausdruck. Und wenn aber alle den Vertrag L kriegen, dann kriegen auch die H-Typen
Sorry, da ist ein Fehler.